Also Alexandra, wir haben ja gerade an dieser Fortbildung, nee, so kann man es nicht sagen, an dieser Session teilgenommen, sprach MOOC für die Volkshochschulen, genau. Und man hat erstmal gesehen, ne, dass nicht dass viele noch gar nicht so richtig damit zu tun hatten. Und jetzt stellt sich für mich erstmal die Frage, wie können wir das umsetzen, was wir da eben gehört haben, auch für den Sprachenbereich? Kommen dir da irgendwelche Ideen oder? Ja, wir hatten ja viele Ideen jetzt in der Session schon. Erstmal mal natürlich was darüber gehört, was sind MOOCs überhaupt? Das finde ich total spannend. Ich habe auch schon an ein paar teilgenommen, wobei ich sagen muss, so ganz weiß ich noch nicht, wie es mit dem Sprachenlernen klappen soll. Wir hatten ein paar nette Ideen zu sagen für Leute, die was auffrischen wollen, die bestimmte Themen lernen wollen. Jeff Trent hat den Vorschlag gemacht, Business English, Presentations oder ähnliches. Ich sehe noch nicht so ganz, wie es gehen soll, wenn man wirklich eine Sprache von Grund auf lernt. Ich glaube, da braucht man den persönlichen Austausch. Ja, das ist auch meine Meinung. Und die Frage, die du zusammenfassend quasi am Ende gestellt hast, nämlich sind die eine Fertigkeit? Ist Sprachenlernen eine Fertigkeit oder ist das ein Wissen? Das ist, glaube ich, das Wichtige, ne, was wir uns beantworten müssen. Kann man das online vermitteln oder ist nicht der Austausch von Anfang an und auch noch, wenn die Kenntnisse schon bereits da sind, ist das nicht immer das Wesentliche? Das stimmt. Also ich glaube, so insgesamt war der allgemeine Eindruck, es klappt am besten, wenn man es mixt. Blended Learning, also Dinge online anbieten und dann haben die Volkshochschulen natürlich eine super Struktur, 900 Mal in Deutschland zu sagen und das wirkliche Üben, der Austausch, der findet dann in den Volkshochschulen vor Ort statt. Das wäre natürlich echt ein super Konzept, wenn wir das auf die Beine stellen könnten. Ja, gebe ich dir recht. Meine Erfahrung ist, dass dieses Online-Offline, dieses Blended Learning nicht gut ankommt und der Vortrag von dir, Karl-Heinz Pape, der hat mir so gezeigt, wir müssen uns von dem, was wir bisher gedacht haben, wirklich lösen und in was ganz anderes gehen, auch gedanklich. Also ich habe so das Gefühl, wir müssen uns erstmal von diesen Annahmen, die wir bisher so gehabt haben, ganz lösen und mal wirklich das ganz von einer ganz anderen Perspektive her betrachten. Und insofern habe ich jetzt also durch diese Session so eine ganz andere, wie soll ich das sagen, Energie bekommen, auch mal wirklich in eine ganz andere Richtung zu denken. In welche Richtung das geht, weiß ich noch nicht. Das ist doch eine super Zusammenfassung. Neu denken.